Hey ho und ein herzliches Verzeihung. Hey ho und ein herzliches Willkommen zurück zum Let's Play Rome 2 Total War. Hier ist ein total verkühlter Absurdus und ich sollte Hannibal vor den Toren herzeigen. Das kommt nach der soeben Kampagne, das ist jetzt schon amtlich, auch wenn dann vielleicht das Addon schon da ist. Ja. Was jetzt gerade mein Hauptproblem ist, ist, ich bin verkühlt wie sonst was. Aber ich bin jetzt bald 2 Wochen nicht da. Dazu kommt hoffentlich auch noch ein Infovideo. Dementsprechend wäre es scheiße, wenn ich nichts fertig habe. Deswegen hier eine Aufnahme. Deswegen wird diese Aufnahme jetzt auch noch, obwohl ich eigentlich dachte, dass ich jetzt 30 Minuten Folgen mache, noch 15 Minuten Folgen haben. Oder ich bringe weniger Folgen pro Woche raus, das weiß ich noch nicht. Wie ich das jetzt mache in den 2 Wochen. Ich weiß, dass 15 Minuten Folgen scheiße sind, weil da kriegt man nichts mit. Ich weiß aber auch, dass ich 30 Minuten Folgen, da bräuchte ich 6 Stück, das sind 2 reine Aufnahmen allein dafür. Deswegen muss ich mir das jetzt noch anschauen, inwieweit ich das jetzt machen kann. Wenn ich noch die Chance habe, eine zweite Aufnahme zu machen, gibt es eine Woche die vollen 30 Minuten Folgen. Und dann halt. Wobei, wenn ich 2 Aufnahmen schaffe, dann geht sich's aus. Wenn ich wirklich 2 schaffe. Wenn ich, wie gesagt, beide schaffe, geht sich's aus. Gut. Die Rugier haben uns ziemlich unter Druck gesetzt das letzte Mal. Was ich ehrlich gesagt ein bisschen scheiße finde. Ich habe da einiges nicht hingekriegt, so wie ich es wollte. Das ist scheiße, das weiß ich, danke. Wir müssen diese Stadt noch hier einnehmen. Das wird, glaube ich, das Interessanteste an diesem Ding hier. Die Rugier hingegen haben nur noch 2 Provinzen. Und dementsprechend müsste ihre Armee eigentlich langsam mal dementsprechend runtergehen. Bei Auswahl einer Fraktion wählt ihr auch eine Familie oder Pack? Dementsprechend ja. Müssen wir noch schauen, wie sich das zurechtlegt. Ich habe übrigens auch den Tipp bekommen, dass ich eben ein paar Stammesleute befördern sollte. Und deswegen werde ich das jetzt einfach mal machen, weil der Steuersatz dann einfach besser wird und der Unterhalt der Armeen günstiger. Dementsprechend habe ich Hoffnung, dass ich nächste Runde etwas bessere Finanzaussichten habe. Und ich muss ganz kurz den Lüfter hochdrehen, sonst habe ich vergessen. Moment. Weil Rome 2 frisst so viel Leistung, dass es einfach nicht drinnen ist.
die CPU ohne bessere Kühlung laufen zu lassen. Weil, ja, da bin ich dann immer so am Grenzwert und das ist halt nicht so förderlich. Nur wenige haben überlebt, das finde ich überhaupt nicht toll. Finden alle Höchsten! Ich bin der Zerstörer! Eine Kriegsjungfer. Der Allvater verlangt Blut. Genau nach Plan, sozusagen. Willkommenes Scheitern. Naja. Ich frage mich noch immer, wie Scheitern willkommen sein kann, aber lassen wir das einfach mal. Ein Speerwall wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ich schaue da gerade, Odins Speere sind, glaube ich, die teuerste, aber auch die effizienteste Einheit hier. Wobei, ich habe nur 3 Fernkämpfer, soweit ich das sehe. Hm. Ja, die Rundschildschwerkämpfer, die ich so schon habe, sind auch effizient, sehr gut. Verzeihung. Und die Keulenherbanner, die würde ich ja am liebsten auflösen. Aber, ja. Die haben jetzt hier schon Elite-Ränge. Vielleicht kriege ich die in der nächsten Schlacht irgendwie opfern, sinnvoll. Ich werde noch etwas Fernkampf dazu legen. Einfach, damit ich da ein bisschen mehr Flexibilität in den Truppen habe. Vorratsgrube. Ich hätte wahnsinnig gerne den die Hütte des Lehrmeisters beziehungsweise die Feste des Stammesrates. Aber dazu muss ich noch etwas tun. Tja. Gepriesen sei der Alphatre. Wie kann ich euch helfen? Ach so, die kann ich nicht bewegen, weil der noch ausgebildet wird. Oh Gott, hier habe ich überhaupt nichts, was irgendwie gut an Truppen wäre. Aber ich kann ein drittes Mal die germanischen Jugendlichen ausbilden, um da einfach ein bisschen mehr ja, Fernkampf auch reinzukriegen. Ich habe nämlich irgendwie das Gefühl, dass ich einerseits Silben runterschlucke schon wieder, während ich spreche. Andererseits, dass da ja, gewisse Dinge einfach naja, so besser nicht stattfinden hätten sollen. Ah, sie ziehen sich zurück, okay. Schon wieder ein Militär im Sturz. Dieses Mal haut's aber hin. Sonst tue ich dir was. Fällt verwundet nach mir hin. Ich bin der Zerstörer. Ist okay. Na also, Rang erhöht. Autorität. Bedrängen, das bezieht sich wieder auf ich versuche gerade ja, gibt plus 12 Geheimaktionen, das ist gut. So, so viel dazu. Wie sieht denn unsere Armee aus? Die ist fit. Na, zumindest fast. Wir machen uns auf den Weg. Und hier ist es gerade noch zufrieden.
Lupferdom ist da jetzt unten. Das ist unsere Startprovinz gewesen. Ich finde es so schade, dass die Rugier sich so vehement wehren. Ich schaue gerade bei den anderen Stammesführern. Istros und Kasurgis. Da wäre es auch schön, wenn wir ein bisschen was mit Heirat und so ankriegen. Der ist verwundet, auf den könnten wir eine sichere Beförderung auch aussprechen. Unser Einfluss liegt bei 64%. Weil wenn wir dem den Einfluss erhöhen... Okay, das ist ein General, der lebt Gefahr, gelündigt zu werden. Aber der hat dann immer einen höheren Steuersatz und bei dem wird es auch was bringen. Tja. So, dann schauen wir mal. Ich habe zwar einerseits Gesprächsthemen vorbereitet, andererseits denke ich mir, das muss nicht sein, oder? Wir können auch einfach mal rein über das Spiel sprechen. Wäre so mein Gedanke jetzt zumindest. Wenn ihr sagt, okay, ihr wollt wieder mehr Gesprächsthemen haben in Rome, dann machen wir das. Ich kann euch zum Beispiel jetzt für die nächste Aufnahme, eigentlich für die übernächste Aufnahme, was es Blödsinn ist eigentlich, das heißt, ich werde jetzt trotzdem irgendwas machen. Ich denke schon wieder nicht nach rechtzeitig. Wir sollen einen Spion rekrutieren. Na gut. Einer unserer Kundschaft hat seinen natürlichen Tod erreicht, okay. Finde ich nicht gut, aber gut. Jetzt können wir hier erstmal bessere Truppen ausbilden. 1, 2, 3. Odins Speere, 1, 2. Okay, geht sich nicht aus. Mist. Dann kaufen wir die nächste Runde, ist auch recht. Viehstallfelder. Stellt sich eben die Frage. Wir brauchen auf jeden Fall noch etwas mehr Finanzwirtschaft. Wir bauen die Grabenminen aus. Warum denn eigentlich auch nicht? Und unsere Armee muss wandern. Nächste Runde muss ich unbedingt den Spion ausbilden, weil sonst geht sich das nicht mehr raus. Okay. Der blöde Grundgedanke ist jetzt natürlich, wenn ich jetzt kein Thema sage und oder kein Thema mache und ihr dann sagt, okay, eigentlich wollen wir das, habe ich Pech. Wenn ihr aber sagt, okay, eigentlich wollen wir kein Thema und ich mache das, habe ich es auch. Was mich... Oh Gott. Kupellationsofen, okay. Ihr macht Gold und Silber noch glänzender. Verteidiger von Lupferdum.
Besiegt folgende Armee im Gefecht. Der Ruhm der Epona. Hier unten. Verstanden. Dreizehn. Wir haben aber auch kaum Erfahrung, was mir ein bisschen Angst macht. Wir waren gerade im Wirtschaftszweig, richtig? Genau. Kooperationsofen. Wir wollten die Korruption vermindern, kann das sein? Hütte des Lehrmeisters, da waren wir auch noch, genau. Und danach geht's wieder in den militärischen Zweig. Agent rekrutieren, Spion. Die haben alle 3, 1, 3, 2, kosten alle gleich viel. Kundschafter. Dann pfeifen wir drauf. Geheime Praktiken. 5% Erfolgswahrscheinlichkeit für alle Aktionen von Spionen. Können wir uns da überhaupt was leisten? Ich will mal das erste. Nein, können wir nicht, okay. Wir haben auf jeden Fall genug Nahrung. Das, was wir jetzt brauchen, ist Gold. Genau, was ich natürlich auch gerne machen würde. Was ich auch schon sehr lange hier in diesem Themenblock habe, die Kraft der Gedanken. Das passt jetzt eigentlich nicht so ganz zu Rome, aber okay, das gefällt mir überhaupt nicht. Der wird irgendwas sabotiert. Ja. Garnison angegriffen. 13 noch immer. Habe ich dich vorher nicht gegrillt oder so? Ihr Blut wird unseren Boden nähren. Und gute Nacht. Wird man meinen Namen fürchten? Ihr Allvater verlangt Blut. Wenn der General sich verschüsst, getötet. Das nenne ich mal einen krassen Erfolg. Ja, jetzt falle ich garantiert über die Armee hier. Plus Geheimaktion, genau. Wir müssten... Was? Das ist jetzt ernst? Nein. Nein, niemals. Wollt ihr mich verarschen? Die haben nicht mal einen richtigen General. Oh Gott. Oh, die haben eine mobile Verteidigung. Oh, scheiße. Auf das habe ich nicht geachtet. Dass die sich eingeigelt haben, darauf habe ich nicht geachtet. Egal. Wer Shogun 2 gesehen hat, das ist ja schon eine Weile her. Damals noch mit scheiß Qualität und scheiß Mikro. Der weiß, dass ich im Erobern von Festungen eigentlich immer gut war. Beziehungsweise es auch immer noch bin. Derzeitiges Wetter trocken, mit Aussicht auf Fleischbällchen, oder wie war das? Finde ich eigentlich weniger gut. Ich warte einmal eine Runde. Nebel, das finde ich schon etwas besser. Geschosseinheiten haben dadurch verringerte Genauigkeit, was mir beim Ansturm etwas mehr Möglichkeiten bietet. Sie haben hier billige Wälle aufgestellt und ein leichtes Lager aufgeschlagen. Sie haben nicht viele Truppen, das ist
einer der Vorteile. Ich will die Rungschwerter und die hier. Die Kampfgruppe wartet auf euer. Hier drüben stehen haben. Wer das vielleicht kennt, wie ich das mache. Der möge jetzt bitte schweigen und den anderen nicht den Spaß nehmen. Just kidding. Dieses klassische in die Zange nehmen, die Türme übernehmen und eben loslegen. Ja, los geht's. Unsere. Ich weiß, dass unsere Einheiten einen Haufen Fertigkeiten haben. Die Heilformation werde ich hier noch nicht brauchen können. Aber ich kann zum Beispiel die Geschosse auf brennende Munition umstellen. Neuer Aufschwung, um Ermüdung aufzuheben, okay. Das heißt, unsere Truppen werden jetzt langsam nach vorne marschieren. Betonung liegt auf langsam. General leicht hinten, ist klar. Und werden sich langsam, aber stetig. Eine Reihe von Fertigkeiten, die zur Leistungssteigerung im Gefecht eingesetzt werden können. Den Gegnern nähern und sie zermürben. Dass wir hier doch die Welle nicht sehen, macht mir zwar bis zu einem gewissen Grad Bedenken, aber, und das finde ich jetzt irgendwie spannend, es juckt mich ehrlich gesagt nicht. Die Kurzschwerter kriegen wir durch die Rundschildschwertkämpfer eigentlich relativ leicht weg, weil die haben 38, 34, und 0 Bonus gegen Infanterie. Wir haben 41, 36. Also wir haben da einen definitiven Bonus drauf. Und werden die Truppen so langsam hinwandern. Werde ich auch schon wissen, dass ich mit jeweils einem Speertrupp sofort in die Seiten schlagen möchte, um die Türme einzunehmen. Und hier ebenfalls mit jeweils einem Keulenheerbannertrupp auch die Seiten sofort die Türme einnehmen möchte. Denn wer die Geschütztürme hat, hat so einen krassen Vorteil. vor allem, weil wir halt die gleichen Truppenstärken haben. Das ist halt zusätzlich gerade ein Vorteil. Wer Probleme mit meiner Strategie hat, fragt bitte seinen Arzt, Apotheker, Wikipedia oder whatever. Die haben wir Bogenschützen, oder? Ja. Also keine Bogenschützen, aber Steinschleuderer, okay. Wir sind der Boss. Hier haben wir was? Söldner Speerbrüder. Speere gegen Kurzschwerter. Steht unter Beschuss, okay. Ab jetzt geht's los. Here we go again. Ab jetzt wird spannend.
Eigentlich dürften die Gegner keine Chance haben. Ich hätte vielleicht sogar von der dritten Seite reinfallen können. Unser General wird angegriffen! Spiegel! Schnell vorrücken! Das da drüben soll eigentlich nur die Armeen aufsplitten und wir sollen hier ja eigentlich den Hauptsturm machen. Das wird ein ordentliches Geplänkel hier. Was? Nein, du bleibst hinten. Die Männer wanken. Ja, ich weiß. Es wird jetzt überhaupt nicht lustig. Germanische Jugendliche! Mit Geschossen bewaffnete Krieger! Das war ganz und gar nicht. Germanische Jugendliche! Hier sieht es mit der Motivation eigentlich noch top aus. Aber das sind auch die stärkeren Kämpfer. Schneiden Sie in Schnüre. Adelsreiter. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist jetzt habe ich ihnen gerade Motivation gegeben, ernsthaft. Gibt's doch nicht. Gut, was machen wir jetzt noch? Getöten Sie alle! Die wanken hier auch und weichen zurück. Ernsthaft? Okay, das hat so keinen Sinn. Vergiss das. Das hat so keinen Sinn. Wir haben so viel mehr Verlust erlitten. Damit habe ich echt nicht gerechnet. Ich hätte vielleicht doch noch von der dritten Seite reinfallen sollen. Alle Möglichkeiten nutzen und so. Hol zurück! Reise abgeschlossen. Ich will stündlich überwachen gehen. Du bist auch so eine abgeschlossene Reise. So, ich hoffe, das war jetzt irgendwie Dingens, weil ich bin gerade am Desktop gelandet. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Ich bin der Welt. Ich schlag dich nieder.